Hallo liebe Music Store TV Zuschauer, wir sind hier immer noch am Stand von Arkay Alesis, neben mir immer noch der Stefan von Arkay Alesis und zwischen uns beiden möchte ich mal behaupten, so ziemlich die heißeste Neuheit von Arkay und zwar die SynthStage 49. Stefan, erzähl uns mal kurz was dazu. Ja, wir haben hier die SynthStage 49, das ist ein 49-Tasten-Controller für Apples iPad. Wir haben 49 anschlagdynamische Tasten, 9 anschlagdynamische MPC-Stylepads, die auch hintergrundbeleuchtet sind, 2 Controller-Wheels, also ein Mod-Wheel, ein Pitchbender, auf der rechten Seite Transporttaster, sodass wir problemlos jede Software ansteuern können, sowohl im Rechner, über USB wird der Controller angeschlossen mit dem Rechner, als auch Core-MIDI-Applikationen direkt im iPad. Die SynthStation-Applikation von Arkay wird natürlich auch problemlos unterstützt. Aber eben auch viele andere Core-MIDI-Applikationen werden von der SynthStation 49 in Verbindung mit dem iPad direkt unterstützt. Wir haben auf der Rückseite ganz gut sehen kann, wir haben auf der Rückseite professionelle Klinkenausgänge, Anschluss für ein Sustain-Pedal und hier den USB-Port, mit dem wir die SynthStation 49 direkt mit dem Computer verbinden können. Danke dir, Stefan. Also ich glaube, das wird bestimmt ein ziemlich heißer Sommer dieses Jahr. Da wieder auch Stichwort Lieferbarkeit. Wann geht's los? Also in dem Fall wird es fast eher ein heißer Herbst werden. Das Produkt werden wir voraussichtlich im dritten Quartal, also im Herbst, ausliefern. Und nochmal abschließend, das läuft wirklich mit jeder App und auch iPad 2 passt auch noch rein. Korrekt, iPad 2 wird unterstützt und Core MIDI muss die App besitzen, damit es unterstützt wird. Alles klar, vielen Dank.